Hallo, da sind wir wieder bei einem erneuten Video von uns beiden. Ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Video, was wir miteinander drehen? Ja, das ist das dritte Motiv. Mittlerweile auch ein bisschen freundschaftlich angenähert, hätte ich gesagt. Ja, ja, also, definitiv. Ich merke da, es harmoniert zwischen uns beiden. Wir haben heute mal wieder eine Challenge. Es gibt heute wieder Action in diesem wunderschönen Panorama, also mit diesen Bergen. Es ist wirklich eigentlich einer der schönsten Rennstrecken, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Es ist eine kleine Strecke. Wir sind übrigens auf einer Rennstrecke, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Und ich werde jetzt mit diesem Auto mit dir fahren, von 1 bis 10, deine Begeisterung. Hält die sich eher in Grenzen oder wie? Das ist nicht so dein Ding, glaube ich, oder? Ja, also da muss ich mich echt überwinden, Mochi. Mhm. Ich bin ja dein Beifahrer und messe deine Zeiten. Mhm. Und ich hoffe, dass wir da von Runde zu Runde besser werden. Mhm. Aber es ist für mich das erste Mal, dass ich sage jetzt mal, bei einem Rennfahrer dabei sitze, mhm, und wirklich auf Speed komme mit einem Auto. Mhm. Also 1 bis 10. Dass ich mit dir mache, natürlich 10, aber sonst bin ich eher bei 6 oder 7. Okay, mein Puls ist jetzt schon etwas höher, aber okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas besser macht, wenn ich dir sage, ich bin gar kein Rennfahrer. Ich habe zwar einen Helm auf, das sieht vielleicht professionell aus, obwohl es auch der Fallschirm eigentlich ist, ja, Motorradhelm. Ich bin aber kein Rennfahrer, also ich kann schon ein bisschen Auto fahren, würde ich sagen. Ich war auch schon mal auf Rennstrecken. Ich werde mein Bestes geben und ich werde dich heil wieder hier anbringen. Das ist das Wichtigste mir. Du, dann bin ich ja zufrieden. Mehr muss nicht sein. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und du hast jetzt wieder schöne Uhren dabei, mit denen du die Zeit quasi misst. Ja, mhm, wir haben hier die IWC, das ist die Portugieser. Mhm. Wir haben natürlich auch einen Chronographen. Mhm. Hier haben wir aber noch das Datum und den Wochentag. Okay. Mit dem schönen Lederband. Die haben da mit Santoni, mit den Santoni-Schuhen, haben die da eine Kooperation, also sind super Bänder. Mhm. Und eben, wir schauen mal, wie lange deine erste Runde dauert. Und da lasse ich mich überraschen. Okay, top. Dann let's go. Ja, rein, let's go, Auto, oder? Also. Ich starte das Aggregat. Ich versuche immer professionell rüberzukommen, wenn ich sowas mache. Aber ich bin eigentlich nicht professionell, das ist das Problem. Okay, also, wir gehen auf PDK Sport, dann schalte ein bisschen schneller. Ja. Du bist bereit, oder? Ja. Also, Mochi, ich bin ready, ja? Okay, also. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder aufgeregt. Ja, ich noch mehr, also ich schwitze schon. Okay, gut. 3, 2, 1, go! So, wir fahren jetzt hier links rein, über die Curb drüber. Jetzt bremsen, wichtig. Schön weit rein. Boah, Wahnsinn, hey. Ist crazy, was der für einen Grip hat, gell? Das ist Wahnsinn, hey. Dass du da wirklich auf der Linie bleibst. Ja. Also, es ist schwer zu reden, weil ich bin gerade hoch konzentriert. Ja, ja, das passt, Mochi. Du fährst besser und redest. Aber bis jetzt geht's, oder? Ja, ja, das geht, super. So, jetzt schön rein in die Kurve. Hier ist gefährlich, hier muss man auf jeden Fall früher abbremsen. Und wieder rein und jetzt auf die Zielgerade. Und stopp. Und stopp. Sauber, hey, 55 Sekunden, sauber. 55 Rote. Sekunden? Ja. Hört sich eigentlich gut an, oder? Sehr gut, sehr gut. Das sind 1,4 Kilometer. Mhm. Also 55 Sekunden sind da sehr gut. Mhm. Vor allem haben wir noch eine Schikane mehr genommen, sind nicht nur gerade raus. Ja, ja, ja. Also phänomenal. Wie war es vom Adrenalinfaktor? Hast du irgendwie kurz Angst gehabt, dass du stirbst oder dass es irgendwie brenzlig wird? Also, weil du bist eigentlich nur noch Passagier. Also ja, das Level ist permanent hoch. Ja, dein Leben ist quasi in meiner Hand eigentlich. Ja. Aber fühlst du dich halbwegs sicher bei mir? Nein, ich fühle mich schon sicher. Okay, gut, das ist gut. Ich habe jetzt eine neue Uhr. Jetzt haben wir die zweite Runde, Mochi. Mhm. Die erste war schon phänomenal und mein Puls ist auch natürlich gerast. Wir haben jetzt eine Hublot. Mhm. Eine Classic Fusion, auch Chronograph, mhm, und zusätzlich Datum und die kleine Sekunde. Jetzt bin ich gespannt, mhm, ob Hübler uns etwas pusht, ja, okay, und wir das wiederholen können. Ja, ich bin auch gespannt, ob ich die Zeit jetzt toppen kann. Gut, du bist bereit, oder? Ja, ich bin ready. Okay. Dann zweite Runde, 3, 2, 1, let's go! Okay. Oh, da war der Begrenzer. Alles gut? Ja, ja. So, hier rechts rein. Runterbremsen.
Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir die Zeit toppen werden. Ja, da habe ich auch. Ja, oder? Ja. Mann, Wahnsinn, wie die Karre in der Kurve liegt. Das ist krass, wie viel Traktion der hat. Ja, ja, Wahnsinn. Und man muss ja dazu sagen, also ich fahre jetzt zügig, würde ich sagen, aber das Auto kann ja noch viel mehr. Also das ist ja nicht ansatzweise das Limit, was ich hier gerade mache. Wahnsinn. Also das kommst du sonst nie zu spüren. So, jetzt hier schön runter, ja. Zweiter Gang, rein in die Kurve. Es wird eine gute Zeit, glaube ich. Ja, da die wird sicher sehr gut. Ja, okay, Gas, Gas, Gas. Und stopp. Und, was sagt die Zeit? Ja, du bist besser. Du bist jetzt bei 52. 52? Ja. Boah, das waren 3 Sekunden besser. Ja, ja, das war, also auf die Strecke ist das phänomenal. Das hat sich aber auch deutlich schneller angefühlt, ja, oder? Ja, definitiv. Ja. Also du warst da... Also gefühlsmäßig warst du dafür. Ja, ich hab's irgendwie auch gerade. Ich weiß nicht, wo das Vertrauen gerade hergekommen ist. Ich hab's einfach irgendwie gerade, es war in mir drin gerade. Wahnsinn. Man muss aber auch sagen, als Beifahrer ist es noch mal schlimmer. Ja, also wirklich. Ich bin auch ein ganz schlechter Beifahrer, ehrlich. Ich auch, oder? Aber ich würde den Speed eh nie herbekommen. Mhm. Aber das ist. Das Feeling ist genial, muss ich echt sagen. Da habe ich echt Respekt vor dieser Kurve. Ja, ja, ja. Weil du kommst da eigentlich rauf auf den Hügel und siehst gar nichts. Ja. Und dann musst du so stark abbremsen, damit du nicht wirklich schlitterst. Ja, voll, voll. Ja, also ich habe auch wirklich ein gutes Gefühl bei der Uhr, weil das meine Favorite-Uhr überhaupt ist. Also ich liebe diese Uhr. Ich habe die leider nicht im Besitz. Aber das ist eine wunderschöne Uhr. Ich glaube, die bringt mir gleich Glück. Eben, ich will ja keinen Druck machen. Ja. Aber die Uhr kennt natürlich jeder. Mhm. Cosmograph Daytona von Rolex. Der Klassiker. Wunderschön, ja. Wunderschön. Und jetzt schauen wir mal, ob die Uhr uns etwas pusht und Glück bringt. Ach, jetzt habe ich aber schon du warst Druck. Natürlich schon in der zweiten Runde. Ja. Also für mich gefühlt an der Grenze, sage ich ganz ehrlich. Die zweite Runde war gut. Weißt du, was wir jetzt bei der letzten Runde machen? Wir machen eine Launch Control. Vielleicht gibt uns das nochmal einen kleinen Vorteil. Launch Control heißt im Prinzip, ich gehe mit dem linken Fuß auf die Bremse, mit dem rechten Vollgas drauf. Die Drehzahl geht dann nach oben, ich glaube irgendwo bei 4.500, 5.000. Der schreit, also macht dann so und dann gehe ich von der Bremse runter und er schießt los. Das heißt, vielleicht ist das so eine Sekunde, die wir jetzt rausholen können. Ja, ich denke, das wird helfen. Okay, gut. Also, du bist bereit, oder? Ja, ich bin ready. Ich bin auch bereit. 3, 2, 1. Oh, Moment. Da hat gerade was. Oh, ich bin auch im Rückwärtsgang. Oh Gott. Da steht auch Kameramann. Oh Gott. Das war gerade der falsche Gang. So, nochmal. Oh Gott. Also, 3, 2, 1. Okay, Start war gut, würde ich sagen. Ja, der oder? War phänomenal, hey. Die erste Kurve haut sich auch voll gut. In die Ecke rein, das ist der Wahnsinn, hey. So, schön bremsen, spät bremsen und rein in die Kurve. Ja, ich glaube, die Uhr bringt mir Glück. Ja, ich habe jetzt kommen wir ein bisschen quer, hast du gemerkt? Ja, ja, habe ich gemerkt. So, hier schön rein wieder. Also ich bin wirklich auf volle Konzentration gerade. Ja, ich merke das. Also das ist noch ein Level höher. Hier geht's aber gut, oder? Ja, ja. Okay, jetzt hier schön rein und Gas. Und stopp! Wahnsinn, jetzt bist du bei 50 Sekunden. Yes! Geil. Sehr geil, sehr geil. Hey. Das war jetzt nochmal 2 Sekunden besser, oder? Ja, also das ist natürlich wahr. Also jetzt muss ich sagen, jetzt hatte ich auch sehr Adrenalin mit ja. Das war wirklich eine schnelle Runde. Das war auch jetzt nicht vielleicht das Limit, aber nahe dran, sagen wir es mal so. Na, das war jetzt wirklich, du war, also das war jetzt wirklich. Ich fahre mal noch eine Runde entspannt, dass die Bremsen ein bisschen runterkühlen. Ja, gern, gern. Weil das ist nämlich eine mega Belastung für das Auto immer. Ah, die war jetzt gut, oder? Ja, die war. Ich dachte wirklich, wir können es nicht mehr toppen, ganz ehrlich. Ja. Aber also während der Fahrt habe ich schon gemerkt, da bist du noch mal ein Level höher. Noch mal ein bisschen. Ja. Also, bah. Und ich glaube, 2 Sekunden auf so einer kleinen Strecke ist auch schon viel schneller. Ja, ja, sehr viel. Ja. Wenn du denkst, du bist am Anfang 55, dann 52 und jetzt 50. Ja, ja. Also, ja. Das sind ja 10% so zum ersten Mal und auf diese kurze Strecke, oder? Mhm. Der Hammer, Mochi. Also ich bin auch sehr zufrieden, ich gefahren ja, bin. Ja, das kannst du. Das hat da diese Uhr Glück gebracht.
Die haben wirklich Glück gebracht, ja. Gut, ich bin jetzt ein bisschen runtergekommen. Du auch wahrscheinlich, oder? Ja, mein Herz pumpt noch. Ja, also wirklich, die letzte Runde, die hat es echt in sich gehabt. Da war auch bei mir ein bisschen so, okay, weißt du, was du hier gerade tust? Aber mega geil gewesen. Ich habe mich immer wieder getoppt. Die letzte hat mir sehr viel Glück gebracht. Ja. War auch die schönste für mich persönlich. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte mit dir und das erleben durfte. War eine sehr geile Erfahrung. Ich hoffe, es war für dich auch halbwegs okay. Ja. Wie war es jetzt Mochi, für dich? Es war für mich eine Hammer-Erfahrung. Wirklich super. Aber ich bin jetzt echt durchgeschwitzt. Ja, also, das war wirklich. Ich habe auch wegen dem Helm. Also ja, nein, Wahnsinn. Das war wirklich phänomenal. Ganz was Neues. Und ich habe dir da echt vertraut. Und die letzte Runde, das habe ich gespürt während dem Fahren. Das war wirklich noch mal krasser. Ja, ja, ja. Aber super, wirklich da ich super. Alles gegeben, ja. Cool, Mochi. Ich danke dir nochmal. Vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir. Danke nochmal. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ich ja? Hab auf jeden Fall Bock. Ja? Ich bin immer, offen für solche Aktionen, so Action-Sachen. Sehr gern, Mochi. Da werden wir noch mehr sehen. Top. Ciao. Ciao.